Verankertes Massenessen. Oh mein Gott, das brauchen wir. Wo warst du nur die ganze Zeit? Achte mal drauf. Boah, ein riesiger Block. Das ist ja mal mega krass. Was ist das denn? Hallo und willkommen zurück zu einer Runde TerraTech. Weiter geht's. Wer die anderen Runden nicht gesehen hat, guckt meine Videobeschreibung. Da sollte eigentlich vielleicht was verlinkt sein. Ich glaube, ich habe noch gar keine Playlist für die Serie. Aber auf jeden Fall geht's jetzt hier weiter. Und ihr seht auf der Map schon, ich habe 2 Fragezeichen und ich glaube, gefühlt 300 Quests. Naja, zumindest ein Abbaumeister. Sollen wir dafür mal ein Fahrzeug bauen? Und man hat mir geschrieben, es gibt hier ein Symbol. Da habe ich quasi Text, die überall rumstehen. Kann ich die einpacken? Oh, stimmt, die kann man einpacken. Kann ich da einen Snapshot erstellen und das hier wieder aufbauen? So, Snapshot erstellt. Base Core. Ja, speichern. Dann kann ich sagen, hier, pack mal ins Inventar. Das geht. What the fuck? Wie cool ist das denn, bitteschön? Das heißt, ich kann jetzt hier eine riesige Basis aufbauen. Look at this, glaube ich jedenfalls. Warte, Text laden. Ah, hier. Nee, da. Doch, hier. Kann ich die laden? Bitte. Neue Tech einsetzen. Tech platzieren. Oh. Ajo. Das ist immer mega cool. Und die suche ich die ganze Zeit. Holy. Okay, warte mal. Wir machen jetzt Folgendes. Soll ich die hier mal kurz speichern? Und dann können wir die... Warte, geht da auch irgendwie, ne? Tech laden? Nee, nee, warte. Ticks verwalten. Ich habe jetzt hier meinen, ne, warte hier, Snapshot erstellen. Wow. Speichern. Tech zum Fahren. Ja, bester Name überhaupt. Dann fügen wir die hier wieder ein. Ich soll ja auch Bäume und so abbauen, ne? Bauen wir jetzt mal einen, oh geil, neue Ambition akzeptieren. Bauen wir jetzt mal einen richtig fetten Ernter. Umbenennen, Tech laden, Snapshot, Tech verankern. Steuerschema, Blockaktion. Warum das denn? Inventar öffnen. Warte mal, erstmal brauche ich so ein Control-Ding, ne? Ich weiß nicht, wie die heißen. Ich habe ja riesige Räder. Kann ich die kaufen? Muss ich gleich mal gucken. Stimmt, ich habe 1, 2 Tech so offscreen gebammt. Dann sind wir jetzt hier, ne? Wo ist denn meine Steuerkabine? Da unten irgendwo. Hallo? Ja, jetzt habe ich dich. Da bist du, da bist du. Und zack. So, jetzt werden wir hier mal eine neue Tech bauen. Los geht's. Ich weiß nicht, warum da... Was kann ich da machen? Umbenennen? Spieler-Tech? Ja, tschüss. Ah ja, okay, jetzt ist weg. Alles klar. So, nochmal Dankeschön für die ganzen Tipps. Und jetzt würde ich sagen, bauen wir uns mal eine wunderschöne Erntemaschine. Glaube ich. Warum hat der eine denn nicht gehalten? Und was sind das für komische Geräusche hier? Hier, pack mal wieder ein. Inventar. Es gibt ja... Handelsstationen haben neue Blöcke und Missionen. Noch mehr? Oh, cool. Was mache ich denn jetzt, wenn ich so einen Ernter baue und dann kommt auf einmal ein Gegner? Dann bin ich ja tot. Also garantiert bin ich dann tot. Oh, anscheinend kommt die Sonne gerade raus. Sehr gut. So, wo haben wir denn hier so einen geilen... Hier, guck mal, so einen Drescher heißt der. Der Drescher ist 4 breit. Okay, cool. Ja, top. Alle Räder weggefallen. Nein. 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 Oh, nein. Bleib hier. Sehr gut. So, Drescher haben wir am Start. Meine Kabine. Kommt jetzt mal nach hinten. Ich bin jetzt hier ganz hinten, der Fahrer. Oder hier in der Seite. Dann sehe ich wenigstens noch was. So. Boah, wie cool das ist. So, warte. Wenn man überlegt, da würde ich drin sitzen, ist die Maschine ja wieder riesig groß. So, wir haben da den Drescher. Dann haben wir nochmal ein paar Räder hier auf der Seite. Wo sind denn die Räder nochmal? Also, ich sag mal so, das ist nicht unbedingt eine gute Idee, eine Tech zu bauen, die sich nicht sonderlich gut verteidigen kann, was das jetzt hier der Fall ist. Aber ich möchte einfach mal so einen Ernter bauen. Jetzt, guck mal jetzt, pass auf. Pass auf, der gute Drescher. Ich warte mal, bis hell ist. Oder warte, wir könnten... Na, warte, ein Radar wäre noch geil. Damit wir den besten Weg und nicht in Gegner fahren. Ja. Da ist alles gut. Aber hier sind voll viele Gegner um uns herum. Was mache ich denn da? So, ich habe rechts und links noch ein paar Sägen gemacht. Aber warte mal, ich will nicht zu den Gegnern. Für Gegner ist der nicht. Der ist nur für Holz und so. Hier, guck. Boah. Der Drescher ist ja mega cool, ey. Heftig. Heftiges Ding. Guck mal, jetzt hier Steine einfach. So, hier noch ein dicker Stein, so, warte. Und ich glaube, ich soll eigentlich nur Bäume platt machen, oder? Warte mal. Es gibt nämlich hier kräftig craften, Wettlauf gegen die Zeit, verlorene Fracht, fiese Typenversorgungskiste. Plumbit-Abbauer. Plumbit-Erz abbauen, habe ich auch schon ein paar gemacht. Gangland. Ah ja, Abbaumeister. Felle Bäume, 100, okay. So, mal eben abgeben hier, glaube ich. Ja, ist nicht so das geilste Ding, was hier steht, aber geht auf jeden Fall. Vor allen Dingen kann ich hier nicht so viel ablegen, ne? Okay, kann ich eine Tech laden? Hier, Tech laden. Hier die. Warnung, einsetzen fehlender Blöcke. Ich glaube, so einer war es. Warte, wenn wir den jetzt reinziehen. Jetzt zieh mal rein hier. P
Perfekt. So, und jetzt fahren wir damit rum. Oh, das ist ja mal super easy. Müssen wir hier ein bisschen leer machen. Übrigens habe ich diese geile Action-Musik ausgemacht. Weil mir die mal mega auf den Sack geht. Oh, toll, den hätte ich auch mit dem anderen Ding geschafft, ey. Lieferkiste? Ach so, lol. Gar nicht gecheckt. Da war ja ein Fragezeichen auf der Map. Oh, was ist das denn? Ein Hähnchen. Das ist ja mal cool. Oh, ich sehe gerade, ich bin ja gar nicht geladen. Boah, zum Glück ist der nämlich reingefahren. Boah, ich habe jetzt... Boah, cool. Zwei dicke Räder und riesige Blöcke. Das heißt, ich habe jetzt 5 Räder. Sobald wir 8 haben, können wir uns eine richtig gute Tech bauen. Okay, warte, ich bringe da mal eben zurück. So, wird eingezogen. Warte, dann kann ich mich hier hinstellen. Dann lädt er die Akkus. Jetzt wechsle ich wieder die Tech. Ey, das ist voll cool. On the fly die Techs wechseln und hier alles abernten. Geilo. Ich mag das Spiel. Viele haben auch geschrieben, von wegen sollen wir Koop ausprobieren. Ich habe mal Manuel gefragt. Er so, ich kenne das Spiel gar nicht. So. Ich weiß nicht, ob das ein Ja oder ein Nein war. Weiß ich noch nicht. Vielleicht können wir aber einfach mal Castcraft damit reinnehmen. Weil es gibt hier eine Multiplayer-Kampagne. Beziehungsweise ich kann, glaube ich, jemanden... Oder muss ich eine neue anfangen? Ich hoffe nicht. Jemanden einladen hier mitten rein. Und dann kann man zu zweit hier rumfahren, was eigentlich voll gut ist. Weil dann kann der eine abernten und der andere ist der Verteidiger zum Beispiel. Der eine macht irgendwas anderes und der andere macht was anderes. Oh, jetzt habe ich noch eine Mission abgeschlossen. Sind ja echt... Was ist das denn jetzt? Verankertes Massen-S. Oh mein Gott, das brauchen wir. Wo warst du nur die ganze Zeit? Achtet mal drauf. Boah, ein riesiger Block. Das ist ja mal mega krass. Was ist das denn? Eine Achse? Boah, ich glaube, wir werden so krasse, übelst Dinger bauen. Also ich finde auch gerade einen Scheinwerfer... Gyroskop? Ah, ne, gar nicht, okay. Boah, wie cool ist das denn, bitte schön. Bitte nicht abbauen, wenn es geht. Also abschießen. Schießen. Das ist jetzt quasi unser mobiles Inventar. Wir können das Gegner platt machen, können dann dieses Inventar rausziehen und fertig. Und eigentlich müsste man hier die Bäume gar nicht alle nochmal abernten. Und man könnte auch einfach ganz normal spielen und irgendwann hat man halt alle Bäume platt, weil man ständig durch Bäume fährt. So, kann ich Ihnen die mal geben hier? Aber das ist doch nicht so gut hier, ne? Das sehe ich gerade. Das ist zwar liebevoll aufgebaut, diese Fabrik, aber die ist eigentlich scheiße. Weil die ja auch kaum Kapazität hat, so. Da passt ja nichts rein. Vielleicht müssen wir einfach mehr Kapazität schaffen. Warte mal. Inventar. Mal angenommen, wir nehmen jetzt hier so ein Förderbänder. Haben wir Förderbänder? Ah, Herstellungsblöcke. Ich glaube, dazu gehört das. 8 Förderbänder. So, warte mal. Wir haben das jetzt da dran. Es gibt ja, wenn wir jetzt hier so ein paar Förderbänder noch machen. Also man kann wirklich riesige Anlagen bauen. Kann ich auch ganz gerne mal machen. Auch so, dass man da dran fährt und man dann komplett leer ist, wenn man so möchte. Und man sieht ja auch, auf den Förderbändern ist ja auch noch Platz für Holz und so ein Kram. Rohstoffempfänger, ja, davon haben wir ja viele. Gerade von geschwärmt und jetzt haben wir hier so 2 einzelne. Super geil. Oh, haben wir noch andere Rohstoffempfänger? Ich glaube nicht. Einen großen, wenn es geht. Oh, hier. 8 Stück. Okay, 8 Stück waren vielleicht ein bisschen viel, obwohl ich habe nur 6 gekauft. War aber trotzdem teuer. Aber was wir jetzt machen können, ist ins Inventar gehen und die Dinger einfach hier dran packen. Wenn man nicht mal hängen bleibt, Alter. So, einen habe ich sogar noch. Ich habe sogar noch 2, super. Ja, los geht's. So, wir sammeln Geld und gleichzeitig Rohstoffe jetzt hier ein. So, wir brauchen noch 50 Bäume. Hier ist auch noch ein Fragezeichen. Also können die auch mit der anderen Tech machen. Stell mich in der Mitte und schieße einfach im Kreis die ganze Zeit, bis 50 Bäume platt sind. Aber so geht's ja natürlich auch, ne? Guck mal, so können wir direkt ein paar Rohstoffe holen. Geld, wie man sehen kann, wächst. Einfach weil die Anlage die ganze Zeit verkauft, was sehr, sehr cool ist. So, guck. Stimmt, auch seitlich werden die Bäume ja platt gemacht. Oder ist voll die geile Tech hier auch. Guck mal, zack, wegen den Seitensägen. Perfekt. Geht rucki zucki. So, einmal noch abgeben und dann noch einmal da hinten in den Wald oder da vorne und dann haben wir die. Wir brauchen ja nur noch 21 Stück. Ah, ist schon voll hier, ne? Boah, Alter. Ja, wir müssen mal kurz eins machen, nämlich hier in der Ecke fahren, so. Boah, diese Sägen. Dann wechseln wir die Tech. Hauptsache das Schild war draußen, was ich angeklickt habe. Cool. So, warte, wer ist denn da gelandet? Lol. Oh, das sind ja so kleine, ey. Ich dachte, da stehen voll die großen. Die hätte ich auch mit dem anderen hingekriegt, wahrscheinlich. 12 ganze XP. So, komm mal hier ran. So, warte mal. Und hier war doch noch irgendwo eine Kiste, glaube ich. Oh, auf der Karte ist ein neues Symbol. Hier dieses Kreissymbol, was unten rechts zu sehen ist. Ist im Grunde dieses, die Maschine, die quasi Sachen einsaugt. So, jetzt haben wir's. Ach genau, Rohstoffradar. Da kann man Rohstoffe einlegen und dann sagt einer einen das, wo man die findet. Das ist auch ganz cool. Komm mit. Oh, noch so ein Ding. Ja, oder auch nicht. Der macht den bestimmt kaputt. Ah, ne, geht. Okay, cool. Ja, wo soll ich das denn jetzt alles dran machen? Boah, okay. Oh. Oh, ein riesiges Rohstofffeld. Boah, cool. Hier, saug mal. Was, ne? Hier, zack. Und Tech wechseln. Ich glaube, da ist irgendwas blockiert, ey.
geht ja gar nichts mehr weiter. Oder meine ich das nur? Wir müssen das echt mal neu bauen. Ich glaube, das machen wir in einer der nächsten Folgen. Da bauen wir mal eine richtig gute Anlage für große Fahrzeuge zum Verarbeiten. Ah, ne, geht. Da kommt's rum. War wahrscheinlich nur belegt von den anderen. Und fertig. Sehr, sehr cool. Aber ich würde mal sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Wenn ihr mehr sehen wollt von Terratech, ich glaube, da geht noch einiges. Lasst eine Bewertung da. Daumen nach oben, wer mehr sehen möchte. Und bis zum nächsten Part. Tschüss.